Ja, servus Leute und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge LS13R Challenge in der Revival Challenge gegen Solaris. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Baseballplatzfeld, irgendwie sowas, ne? Denn dort haben wir eine Wahnsinns-Mähmission für 14.000. Wir kriegen wahrscheinlich, wenn wir Glück haben, wieder die 26.000 raus, so wie letztens. Das wäre natürlich mega cool, wenn wir es hinkriegen würden. Wir gucken auch nochmal hier Schafe. Haben wir mittlerweile 225 Liter Wolle zusammen. Wir haben 9 Hühner, 2 Eier, okay. Und wir haben hier 3 Kühe mit 66 Liter Milch. Ist auch in Ordnung. Also das sollte auf jeden Fall relativ gut laufen. Werden gucken, dass wir hier das mähen. Da können wir rein. So, und wir starten direkt hier. Einmal mit der Mähmission. Das Gras bleibt liegen. Können wir irgendwann mal aufsammeln. Das sollte dann auch relativ viel sein. Aber ja, kriegen wir hin. Ihr seid ein kleines Quadrat, was wir mähen müssen, ist ja kein Problem. Das kriegen wir mit dem Mähwerk definitiv gut geschafft. Der Helfer auf Feld 6 ist noch dran mit der Einsaat. Anschließend müssen wir nochmal düngen. Das ist aber auch kein Problem. Das kriegen wir hin. Und wir sollten das zumindest hinkriegen, ne? Aber ich bin da echt guter Dinge. Leute. Wir kriegen hier wahnsinnig viel rein an Zeug, an Geld, vor allem gerade durch die Missionen. Wir haben mittlerweile relativ viele Schafe schon. 28 Schafe, wir haben 3 Kühe. Klar, wir können nochmal Kühe kaufen. Ich würde aber erstmal in eine andere Richtung nochmal investieren, denn das sollte natürlich auch relativ viel Geld bringen. Da bin ich mal gespannt. Wie gesagt, da will ich nochmal in eine weitere... Gerät investieren, damit wir noch besser vorankommen und noch mehr machen können. Ne? Weil ich habe gerne so viel Zeit zu investieren für eine Sache. Das muss schneller gehen. Das muss definitiv schneller gehen. Und da wollen wir natürlich weiter investieren, dass wir das auch hinkriegen. So, das ist jetzt die dritte Folge in dieser Aufnahmesession, die ich jetzt aufnehme. Dann habe ich jetzt insgesamt, ich glaube, wir sind jetzt bei Folge 12 müssten wir jetzt sein. Ne? Das ist, denke ich mal, nicht verkehrt. Haben wir einiges aufgenommen, Rote. Rücken geht so. Macht aktuell noch keine Probleme so in dem Sinne. Na, mittlerweile auch Rückenprobleme, ne? So, ja, die Mähmission läuft relativ gut sogar. Die Fläche wird immer kleiner, die wir noch mähen müssen. Von daher alles easy. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin, Leute. Das sollte wieder relativ viel Geld bringen.
Ich denke mal, wir an die 26.000 circa. Wie gesagt, das Gras können wir irgendwann mal einsammeln. Das bringt natürlich auch relativ viel dann. Kriegen wir hin. So, einmal drehen wieder hier, ne? Dass wir das auch alles aufnehmen können. Zack. Dass wir natürlich so viel wie möglich hier gemäht kriegen. Nicht, dass er schwindelig wird, ne? Aber ich will es halt so schnell wie möglich machen. 26.710 Euro. Nice. Das ist gutes Geld. 43.000 Euro haben wir jetzt mittlerweile auf dem Konto. Das ist sehr schön. Das ist sehr schön. Wir fahren in Richtung Hof. Ne? Sollen wir in Richtung Hof fahren oder sollen wir in Richtung Händler fahren? Ich bin da gerade am Überlegen. Bin da gerade am Überlegen. Also ich würde schon gerne weiter investieren, das ist klar. Aber sollen wir es wirklich machen oder nicht? Ich würde es machen. Ich würde es eigentlich gerne machen. Weil es sollte eigentlich relativ viele Möglichkeiten bringen, wenn wir das machen. Geht zumindest davon aus. Gut, kommt. Wir machen es. Wir machen es. Denn ich wollte mir noch was holen. Sortiert nach Marken. Nein, nach Gerätetypen, genau. Sortiert nach Gerätetypen. Passt auf. Ich wollte mir hier ein Teil holen. Nicht treu, nein, Gilf ist auch nicht. Mähwerke, genau. Wir wollten uns ein Mähwerk holen. Nein, nicht das Krone Big M, sondern hier das Kuhn PZ960. Das will ich mir kaufen für 28.000. Jetzt haben wir noch 15.000 auf dem Konto. Aber wir haben hier ein relativ schickes Gerät. Und ich wollte mal ausprobieren, ob das auch funktioniert, was ich mir denke. Oder was ich mir erhoffe, ne? Ich weiß nicht, ob das hier funktioniert. Wir probieren es einfach mal. Wenn das funktioniert, dann ist es in Ordnung. Ich weiß aber nicht, ob das vom Gewicht her in Ordnung ist. Wahrscheinlich brauchen wir noch ein zusätzliches Gewicht hinten, aber... Das habe ich mir fast gedacht, das funktioniert nämlich nicht. Ist ja kein Problem. Das ist ja kein Problem. Dann machen wir es so. Das war zumindest ein Versuch. Aber wenn es nicht funktioniert, okay. Ist ja kein Problem. Aber wir haben die Möglichkeit hier mit diesem Mähwerk, Schmetterlingsmähwerk natürlich,
nochmal relativ viel Arbeitsfläche abzudecken. Dadurch verspreche ich mir relativ viel. Denn wir können natürlich in kurzer Zeit viel mehr mähen als vorher. Ne? Das ist der Vorteil. Denn wenn wir hingehen und hier einmal schauen, wir wollen hier ausklappen, ne? Wir wollen senken und einschalten. Senken und einschalten. Wir werden nach dem Gerät hinten wechseln. Wir werden einmal ausklappen. Und wir werden einmal fahren und wie ihr seht, zack. Brauchen wir nur einmal fahren und wir haben den ganzen Streifen hier weg. Das ist eine richtig schöne Arbeitserleichterung. Das erleichtert uns die Arbeit natürlich richtig heftig. Und ne? Das ist Wahnsinn. Das ist eine richtig coole Sache. Weil dadurch haben wir jetzt natürlich die Effektivität erhöht. Und zwar richtig heftig. Wir haben nicht nur ein Mähwerk, wir haben drei Mähwerke. Und eine enorme Arbeitsbreite. Das ist richtig cool. So, das klappt zusammen. Vorne schalten wir auch aus und hoch und klappen es auch zusammen. Dann können wir nämlich hingehen und hier auch nochmal das aufsammeln, das Zeug. Ist natürlich einiges hier zum Aufsammeln, aber okay. Wir können gar nicht mehr aufsammeln, ist voll. Egal. Komm, Tempomat rein, Stufe 3, sollte passen, dann fahren wir einmal runter zu den Kühen, werden das Gras abliefern, dann schauen wir mal. Aber so haben wir die Möglichkeit, echt größere Flächen direkt zu mähen. Das ist eine richtig, richtig coole Sache. Das ist eine wirklich richtig coole Sache, Leute. So, die Kühe, die sind auch zufrieden. Die geben auch Milch. Sehr schön, mittlerweile haben wir da relativ viel sogar. Ja, zwei Eier. Das bringt nicht ganz so viel. 107 Liter Milch ist in Ordnung. Wir haben 253 Liter Wolle schon. Das ist auch in Ordnung. So, wenn wir jetzt hingehen und hier eben auskippen, dann sollte sich das auf jeden Fall hier verbessern. Ich weiß jetzt nicht, wie viel hier mindestens drin sein muss. Mindestens 10.000 Liter oder 10%, ich weiß nicht. Ich glaube 10% könnte sein, ne? 10% wäre auch möglich. Das wäre möglich. Ja, ich gehe immer von 10% aus. Aber gut, dann müssen wir noch mal ein bisschen was sammeln. Ist ja kein Problem, kriegen wir relativ gut hin. Und dann passt das. Dann passt das. So, 10 Uhr haben wir mittlerweile. Bald sollte eigentlich wieder eine Mission zur Verfügung stehen. Ich gehe mal davon aus, dass es eine Transportmission diesmal wird. Wir uns da noch mal verwirklichen können, um noch mal Geld reinzukriegen, müssen wir einfach mal schauen. Kriegen wir aber hin. So, ich weiß jetzt nicht, wie weit Solaris noch aufgenommen hat. Mal gucken.
bin mal gespannt. Wir sind aber relativ gut dabei. Ohne Probleme, ne? Wenn hier gucken, dass wir nochmal voll machen bis 10% und dann dürfte es eigentlich passen mit Silo zudecken. Weil verdichtet haben wir auf 100%, das heißt, das liegt daran nicht mehr. Heute 10.000 Liter. Wir müssen, glaube ich, mindestens 10% drin haben, dann können wir erst zudecken. Aber gut, ist ja kein Problem. Ist ja kein Problem, Leute. Ist ja relativ schnell erledigt. Und dann passt das. Gut. Wir haben relativ viel geschafft wieder. In dieser Folge. Das ist in Ordnung. Und er sagt doch. Frontlader mit Palettengabel. Haben eine Familie auf Urlaub hat ihre Koffer stehen lassen. Helfen sie der vergesslichen Sippschaft aus. Zeitlimit 453. Belohnung 6.800 Euro. Akzeptieren. Machen wir direkt. Klar doch. Wo müssen wir hin? Oben. Das ist oben irgendwo in der Stadt beim Eierverkauf oder sowas. Circa. Keine Ahnung. Werden wir mal schauen. Bin mal gespannt, wo wir hinbringen müssen. Werden wir aber sehen. Ja, irgendwo da beim Eierverkauf müsste das sein. In der Nähe zumindest, in der City. Kriegen wir hin, machen wir. Ist ja kein Problem. Okay, hier ist ein Wachstumsversatz drin. Okay, ich weiß jetzt nicht warum. Aber gut, setzen wir den mal weg, den Kollegen. Setzen wir den mal hier hin. Okay, der kommt da gar nicht hoch. Na gut, egal. Dann bleibt er hier stehen. Da, danke. 4 Minuten 53 haben wir Zeit. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich quer über die komplette Map fahren. Gehe ich mal von außen. Also relativ weit fahren. Ich denke mal, wir müssen relativ weit fahren. Kriegen wir aber hin. Das ist kein Problem. Ich denke mal, das ist wieder eine einzelne Palette, die wir hier transportieren müssen. Und das sollten wir hinkriegen. Irgendwo hier müssen die stehen, die Palette. Genau, sag ich doch. So. Dann wollen wir mal, ne? Das war natürlich jetzt Mist. Ja, die Zeit läuft jetzt. Ah. Ja, mit Knicklenker ist ein bisschen doof. So, jetzt komm. Komm schon. Wir müssen jetzt Gas geben. Zeit läuft schon. Jetzt müssen wir Gas geben. Hopp. Ich weiß nicht, wohin wir müssen. Auf jeden Fall scheint es relativ weit weg zu sein. Jetzt müssen wir Gas geben. Jetzt müssen wir Gas geben. Ich will die 6.800 Euro haben. Ich glaube, 6.800 Euro waren es dafür. Ja. Wir haben fast 53 Sekunden verbummelt. Oha. Fast 53 Sekunden verbummelt. Okay, wenn hier Wachstumsstufe ist, dann ist Feld 16 auf jetzt schon wieder ein Stück weiter mit der Wachstumsstufe. Ist in Ordnung. Wir haben noch 23. 3 Minuten 20 haben wir noch. Ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen. Das hat uns jetzt relativ viel Zeit gekostet, dass wir die Palette nicht richtig gekriegt haben.
Das hat uns verdammt viel Zeit gekostet. So, wir fahren jetzt einmal links rum. Wir fahren jetzt mal quer über die Felder. Ich will jetzt die Mission hier nicht vergeigen. Das wäre die erste Mission, die ich vergeigt hätte. Und das habe ich, da habe ich keine Lust drauf. Da habe ich keine Lust drauf, Leute. Wir kriegen es hin. Hoffentlich. 2,30 noch. 2,30 noch. Hören wir bei den Kühen. Scheint irgendwo bei den Kühen abgegeben werden zu müssen. Okay. Okay, so weit ist das ja nicht mehr. Dann ist das in Ordnung. Aber trotzdem will ich das nicht vergeigen. Wir nehmen einen kurzen Weg. Quer übers Feld. Ist total egal. Ist total egal. Wir müssen es hier hinter abliefern, ne? Ja, da. 6.800 plus 664 Euro Zeitbonus. Nice. Das ist wieder richtig gutes Geld, was wir gebrauchen können, auf jeden Fall. Die brauchen wir nicht, das brauchen wir auch nicht. Wir sind hier weiter mähen. Und wollen natürlich noch einiges reinkriegen an Gras. Claro. Wir wollen ja das Silo verdichten, beziehungsweise zudecken. Damit wir da endlich mal Silage rausbekommen und die Kühe natürlich eine bessere Produktivität haben. Das wollen wir machen, ne? Das ist klar. Die Kühe sollen ja mehr Milch geben. Ist wichtig. Das ist wichtig. Wir nehmen jetzt noch nicht jeden Krümelgras auf, sondern fahren jetzt einmal hier rüber und werden einmal hier alles aufnehmen. Und zumindest einiges aufnehmen an Gras. Das kriegen wir hin. Sehr gut, Leute. Sehr gut. Das freut mich. Das funktioniert einwandfrei. 4500 Liter Gras wieder drin. Das ist einiges. Wir machen den Hänger wieder voll. Klar, den Ladewagen machen wir definitiv wieder voll. 22.000 Euro haben wir jetzt auf dem Konto. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie viel die Milch gebracht hat. Milch verkauft steht zum Beispiel da nicht da, ne? Zählt das unter einer Ernte oder? Das ist gestern, das ist heute, das ist nur gestern und heute, okay. Ich glaube, das zählt unter Einnahmenernte, ne? Da haben wir nämlich 6.329. 6.329 und heute haben wir 7.099 Euro, ne? Ich glaube, das zählt unter Einnahmenernte. Müssen wir nochmal genau darauf schauen. Aber schade, dass das nicht explizit da steht, zum Beispiel Einnahmenmilch oder Einnahmenwolle. Ne, das wäre noch cool gewesen. Aber okay.
Na, aber okay. Klartierkosten haben wir natürlich auch noch einige, das ist klar. Wir haben Fahrzeugkosten, Betriebskosten Fahrzeuge, wir haben Betriebskosten Gebäude eventuell später noch. Ich habe keine Ahnung. Aber da sind wir auf jeden Fall natürlich relativ gut gedeckelt, wenn wir hier einiges einnehmen. Und ich denke mal, wir haben schon einiges Gutes geschafft. Weil 3 Kühe 147 Liter Milch ist schon wieder einiges. Wir haben 281 Liter Wolle, 14% Füllstand. Ne? Also passt noch einiges rein. Ich denke mal, es sind 2000 Liter Wolle werden, die Palette. Aber das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. So, fast voll. Fast voll hier, ne? Den machen wir auf jeden Fall noch voll, geben den ab. Und das wahrscheinlich aber in der nächsten Folge, so wie ich das sehe. Aber gut, ist ja kein Problem. Wir haben ja hier Zeit. Wir haben gerade nichts zu tun. Unser Feld wächst gerade, ne? Ja, unser Feld wächst gerade. Ist noch nicht erntereif, leider. Aber okay. Wir werden auf jeden Fall warten, bis das erntereif ist. Dann geht die Ernte los. Dann werden wir direkt die neue Einsaat hinterher schießen. Von daher ist das in Ordnung. So, jetzt Nummer 3 Folgen hier aufgenommen. Westbridge Hills LS13. Macht mega Fun, das auf jeden Fall. Ich hätte Bock noch mehr aufzunehmen, aber ich habe noch ein paar andere Projekte, die ich aufnehmen muss, damit ich die heute Nacht auf jeden Fall hochladen kann. Ich muss ja noch schneiden, rendern und hochladen, von daher da habe ich noch ein bisschen was zu tun. Das heißt, das wird jetzt die letzte Folge in dieser Aufnahmesession sein. Ist ja kein Problem. Und ja, kriegen wir hin. Dann machen wir das Silo in der nächsten Folge zu. Das ist ja auch kein Problem, das Fahrsilo. Falls das mit den 10% zu tun hat, aber ich denke mal schon. Irgendwas war da mal nicht. Aber mittlerweile sollten wir da eigentlich relativ genug an Gras reingepackt haben dann. Gut, ich sag einmal danke soweit fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Servus und tschüss.